Hallo Leute, willkommen zurück zu Unterwegs in Düsterburg und wir wollen jetzt langsam mal weiter erforschen, wer denn dieser komische Tarius ist, der in dem Siechenhaus vor sich hin siecht. Hier ist das Siechenhaus, dort werden wir aber noch nicht reingehen, wir werden zuallererst... Ja, wie soll ich das sagen? Was machen wir zuallererst? Ich laufe gerade um die Häuser rum, irgendwas wollte ich jetzt machen, ich habe es gerade vergessen. Fragen wir Ron Carlo Tiparoli, ob er uns mitnimmt. Ja, das wäre ganz schlau. Wir gehen zu Ron Carlo Tiparoli. Du bist doch nicht Ron Carlo. Was mache ich denn? Komm, du musst jetzt also aber mitkommen. Ja, er quatscht uns gerade zu, dass er ein Buch... Ron Carlo schießt dich der Gruppe an. So, jetzt wollen wir mal etwas Spaßiges sehen. Ein Rudel Knochenmänner, da bleibe ich erstmal in Deckung. Zwei Männer, eine rothaarige und ein Hund. Kommt schon. Wir wissen, dass sie die Stadt betreten haben. Und so leicht ist so ein Gespann näher nicht zu übersehen. Wir haben euch eure Antwort bereits gegeben. Niemand hier im Saal hat diese Leute gesehen. Nun gut, Lazzalantin. Wenn ihr auf eurer Aussage besteht, sollte es sich jedoch herausstellen, dass ihr gelogen habt. Ich weiß, was dann passiert. Seid ohne Sorge. Vorwärts, Leute. Hier gibt es nichts. Wir rücken ab. Epische Zelda-Musik. Ich hatte bereits geahnt, dass ihr etwas gegen den Herzog habt, wagte es aber nicht, euch direkt anzusprechen. Unvorsichtigkeit hat hier schon so manchen das Leben gekostet. Ich will auf die Düsterburg. Und den Blutsauger den Chaos machen. Kannst du mir dabei helfen? Wir sind gerade in Düsterburg, also egal. Ich denke ja, aber das will ich ja nicht in der Öffentlichkeit mit dir besprechen. Wir treffen uns morgen in Ranks Waffenladen. Schlaf dich aus, das wird ein sehr anstrengender Tag werden. Mann, Lazzalantin. Das ist irgendwie deprimierend, aber naja. Ja, wir haben Ron Carlo dabei. An dem verschwende ich aber gar nichts. Jetzt gehen wir mal zum Priester. Seine Reaktion. Eure Anwesenheit vergiftet diesen heiligen Ort. Vor die Tür mit euch. Kann mir mal jemand sagen, was der für ein Problem mit uns hat? Irgendwas scheint mit uns nicht zu stimmen auf einmal. Aber was ist es? So. Bevor wir aber diesen ganzen Blödsinn machen, werden wir uns jetzt erstmal um eine... größere, um jetzt genau zu sagen, eine der größten Sidequests im Spiel kümmern. Ein Grab, recht neu. Die Erde ist aufgeschüttet. Schaut doch mal auf den Grabstein. Heiliger Strohsack, das Grab ist schon 7 Jahre alt. Aufbuddeln, das ist kein Grab. Da unten riecht's modrig. Trotzdem nach unten klettern. Richtig. Das ist ein Geheimgang. Ja, halbe Stunde durch die Finsternis. Ah, okay, da war schon die Falle. Irgendwo hier ist doch... Genau. Und hier kommen wir nach Bernhelms los. Wieso heißt dieses Teil da wohl so? Das hier muss die Hochebene nördlich von Düsterburg sein. Früher soll es einen Pfad gegeben haben, der hinaufführte. Aber seit den Tagen meines Ahn... Dokul Bär Dengelbrack ist kein Zugang mehr bekannt. Oh doch. Und zwar der hier. Dort unten steht der Wächter. Auf jeden Fall speichere ich jetzt nochmal. Es wird nämlich gleich sehr gefährlich. Also hier oben rechts. Dort gehe ich noch nicht hin. Sondern erst nach hier links. Fremde, wie seid ihr hierher gekommen? Fremde dürfen nicht nach Bernhelms los. Fremde dürfen nicht hierher. Wir leben hier für uns allein. Wir haben unsere Gründe dafür. Redet mit Xania, wenn ihr mehr wissen wollt. Sie wird wohl im Haus sein, um ihre Schwertkünste zu perfektionieren. Ich bin der Hannes, ich darf aber nichts sagen. Ja, bla bla bla. Wir gehen also zu Herrin Xania, nicht Vanya. Wie seid ihr hergekommen? Fremden ist verboten, nach Bernhelms loszukommen.
Immer ruhig und freundlich. Willkommen in friedlicher Absicht. Wir sind Wanderer und haben zufällig den Berg hier. Durch Zufall, so. Nun gut, ihr seid vorerst willkommen, sofern ihr euch anständig benehmt. Dürfen wir euch ein paar Fragen stellen? Solange ich sie nicht beantworten muss. Ich habe keine Fragen. Denn die kleine Punja wird hier vermisst. Sie ist nämlich hier unten zu diesen Dingern dort spielen gegangen und ist nicht mehr wiedergekommen. Und diese Sidequest muss ich jetzt erfüllen. Ich habe keine andere Wahl. Würde ich Bernhelms Los jetzt wieder verlassen und wiederkommen, ist Punja tot. Wer seid denn ihr? Ihr gehört nicht zu Xanias Rudel und seid mir auch sonst nicht bekannt. Offenbart euch dem Wächter. Wir sind nur ein paar Wanderer. Wir haben keine Besatzung. Wahr, sagt ihr, was euer Begehr ist. Wir möchten durchgelassen werden. Ihr seid vielen Menschenalter. Seit vielen Menschenalter steht er da, ja. Nenn nur mir einen Grund, warum ich gerade euch passieren lassen sollte. Ganz lieb, bitte sagen? Nun, ihr habt recht, aber dürfen wir noch etwas anderes sagen? Sprecht, wenn es euch dazu drängt. Wir möchten wissen, was du bist. Ich bin ein Wächter der Ewigkeit, der auf ewig dazu bestimmt, an diesem Ort über die Geweine meines Herren zu wachen. Und wer ist dieser, war dein Herr? Urkulbert Dengelbrack von Falkenburg, ein großer Herzog. Seine Gebeine ruhen in dem Tal westlich von hier und ich sorge dafür, dass sie nicht gestört werden. Danke für die Auskunft, Wächter. Dürfen wir vielleicht noch eine weitere Bitte formulieren? Wir möchten durchgelassen werden. Wächter, ich bin Dankwart Dengelbrack, der wahre Herzog von Falkenburg. Ich begehre Durchlass. Führt ihr die geheiligte Reichsinsignie mit euch, Herr Dankwart? Das heilige Familienamulett? Ja, sicher. Seht her, hier ist es. Es ist eine Freude über einen alten Wächter wie mich. Wieder einmal einem Herrn aus dem Geschlecht der Dengelbracks begrüßen zu dürfen. Ihr und euer Gefolge dürfen passieren. Guck, so schnell geht das. Außerdem gibt es jetzt nochmal kurz Erfahrung, weil wir rein zufällig den geheimen Durchgang finden. Ja, hier ist ein Durchgang. Hopp, nochmal EP. So, ich speichere mal da unten ab, weil ab jetzt geht's los. Den einzigen Weg in die Hochebene zerstören. Hier ruht mein Affe. Ja. Affe. A. F. E. Panzerhandschuh gefunden. Und 3000 Taler. F-E-B-A. F-E-B und A. Ich hoffe, ihr versteht das System. Also es ist ganz einfach. Jeder Schalter steht für einen Buchstaben. Also müsste eigentlich, ja. Dankwart bekommt den Mithril-Schild. So, ich frage mich gerade nur, warum Punja nicht da ist. Ich glaube, ich muss hier noch mit Xania drüber reden. Lass mich durch. Sind keine Krieger, bla, bla. Ein Mann namens Bernhelm war indirekt für die Gründung unserer Sippe verantwortlich. Wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Auf meinen Reisen habe ich einen Mann namens Bernhelm kennengelernt. Tatsächlich, erzählt von ihm. Er lebt mit seinen beiden Kindern, Dudu und Dala, fernab jeglicher Zivilisation. Er hat mir berichtet, dass ihm in Düsterburg übel mitgespielt wurde und dabei fiel auch euer Name, Xania. Auch damals habt ihr versucht, eure Leute zu schützen, indem ihr gegen alles vorgegangen seid, was anders war als ihr selbst. Dämme, bla bla. Jetzt sind sie tot, durch eure Schuld. Ihr habt ganz recht und es gibt keine Nacht, in der ich mich nicht schlaflos herumwälze und meine Fehler bereue. Ja, Fehler wieder gut machen. Könnt ihr mir etwas von mir ausrichten, falls ihr nochmal in die Eishöhlen kommt? Falls? Kein Problem.
Sag Bernhelm, dass wir hier seine Sippe ha- dass wir hier eine Sippe haben, wo für ihn und seine Familie immer ein Platz sein wird. Er wird die Botschaft verstehen. Ja, Wolfsmensch. Streit zu schlichten? Blablabla. Er versuchte mit allen Mitteln seine beiden Babys zu retten. Die Situation eskalierte. Ich versuchte die Streitenden auseinanderzuhalten. Doch ich wurde selbst verletzt und musste mich aus dem Kampf zurückziehen. Die gerechte Strafe der Götter eilte uns. Wir selbst wurden von dem Fluch getroffen, der Benhams Familie zum Verderben wurde. Ja, ja, ja. Die sind halt auch alles Wölfe. Werwölfe. Benham unterrichten. Aber jetzt suche ich gerade das Mädchen. Von wegen Punja. Irgendwer vermisst doch Punja. Meine Tochter Punja ist mal wieder ausgewüchst. Ja, sie ist so wild. Dabei ist es gefährlich um diese Zeit. Die Wölfe. Wir werden nach der Tochter sehen. Jetzt geht's los. Jetzt sind die Halalala. Ich spoiler mal nicht. So. Jetzt geht's los. Was sind das denn für Biester? Man nennt sie Harpien. Ich habe auch nur über sie gelesen. Von Natur aus bösartig und Magie. Irgendwas. Ich hab's nicht gelesen. Das war's, sie haben uns entdeckt. Ja, jetzt geht's los. Es kann sein, dass es mein Untergang ist. Auf jeden Fall mache ich mal kurz hier eine Pause, weil ich weiß nicht mehr, gegen was sie mehr Schaden nehmen. Das will ich kurz nachgucken. Weil die sind echt hart, die Viecher. Gut, es hat sich erledigt. Kugelblitz. Ich weiß nicht, ob Sternsteuer, aber ich hau mit Allheilung drauf. Und Carlo kann nichts. Oh. Das ist echt bösartig, die Viecher. Ja, die nehmen echt viel Schaden dadurch. Kugelblitz, Wunder, Allheilung. Und ja, von Carlo kann ja eh nichts. Auf jeden Fall würde ich die jetzt nicht töten. Wäre nämlich das Problem. Würde ich weggehen, würden diese Harpien Punja töten. Und das würde die Sidequest total zerstören. Und das wäre natürlich nicht gerade knuffig. Allheilung und er greift uns ja nur an, weil er ja eh nicht trifft, weil die sich ja fliegen. Oh, Flammenlinie. So sieht er. Ah, geht doch. Gut. Hier liegt ein Toter. Armes Küken. Jetzt gehen wir hier hoch rein. Nichts. Und hier oben ist Punja. Hallo, euch habe ich ja noch nie gesehen, das ist ja aufregend. Hallo Punja, ich heiße Grandy und bin gekommen, um dich hier rauszuholen. Deine Mutter macht sich große Sorgen um dich. Ich wollte hier nur mit den Steinen spielen. Au. Da kamen die Viecher. Böse Vögel, sie waren da draußen, um mich zu fressen. Keine Sorge, Kleines, wir haben die bösen Vogelfrauen verhauen und in die Flucht geschlagen. Wir haben sie pulverisiert. Ron, Carlo ist Level up, ich glaub's nicht. Mami, Mami, ja, freu dich. Bla bla bla, warst du gesteckt? Nicht schimpfen, Mami, ich hab mich vor den Vögeln versteckt. Und dann kamen die Leute und haben die Vögel verhauen. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll, meine Kinder sind ein ganzes Leben. Ich werde Xania erzählen, was ihr getan habt. Yeah. Komm, Kleine, auf nach Hause. Und jetzt kommt noch eine... Ey, ihr geht zu weit nach unten. Cheating! Hex, die haben geschummelt. So. Großen Dank, bla bla bla. Und schon geht's wieder weiter. Und zwar mit dem nächsten Kampf.
Ja, uns geht soweit gut. Können Dankwart hier einmal kurz Genesung auf ihn. Okay, und los geht's. Und das ist mal die große Sippe von diesen Schreckenswölfen. Und der Leitwolf. Ganz böse. Ja, du gehst schön auf den Leitwolf. Du machst Flammenschlag, er macht Sternschauer und Von Carlo geht auch auf den Leitwolf. Die 6 Gegner. So, jetzt geht's los. Jetzt hauen die einmal durch unsere Rückenkette-Reihe durch. Ah, okay, jetzt kommt der Verdankbar. Nächste Runde dürften die ersten Schreckenswölfe schon zusammenbrechen. Und da haben wir unseren Vampirspalter. Oh! Den Dicken hat's erwischt. Stand da, glaube ich, gerade. Ja, Rundumschlag. Magie, Flammenschlag, Wunder, Sternschauer. Und er, ja, er kann doch eh nichts. Voll der Kackbock. Ja, und das war's auch schon. Jetzt gehen wir nochmals zu Xania zurück und sagen ihr, dass wir auch das Wolfsrudel geplättet haben. Ja, okay. Wir gehen jetzt erstmal Bernhelm davon berichten, dass in Bernhelms Los seine Sippe auf ihn wartet. Dum, dum, dum. Ja, bla bla bla. Ah ja, hier hinten ist noch. Überrest eines Menschen, wir begraben ihn. Wir durchsuchen seine Überreste nicht. So, und jetzt einmal quer durchsprinten. Durch alles. Ey, gehst du nach unten und jetzt nach unten. In die Eishöhle. Gott, wenn ich diese Flammen hier schon sehe. Die Flammen, die... Oh Gott, hier bin ich knuffig. Autokampf. Oh Gott, mit Ranko... Rankolo. Ja, Rolikan. Oh, das war unnötig. Egal. Roncalo T. Paroli, oder wie der heißt. Dort unten. Dieses Zeug da. Heilig. Mhm. Ja, okay. Und... zu Bernhelm. Seht mal, Kinder, der Herzog und seine Freunde sind wieder hier. Bernhelm, wir sollen euch von einer Frau namens Xania eine Botschaft überbringen. Xania, die Anführerin der Stadtwache? Die Zeiten sind vorbei, sie grinst sich sehr wegen dem, was sie euch angetan hat. Wir sollen euch sagen, dass in eurer Sippe ein Platz für euch und eure Kinder frei ist. Dann hat der Fluch auch sie getroffen. Natürlich, ich sah, wie sie mit Brunhild kämpfte. Ich werde Hakon instruieren, dass er euch und eure Kinder ein weiteres Mal passieren lassen soll. Ich denke, ihr solltet Xanias Angebot annehmen, schon der Kinder wegen. Wir haben euch den Weg zu Xanias Versteck auf dieser Karte eingezeichnet. Lol. Bing bong. Leb wohl einstweilen, Bernhelm. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in Bernhelms Los. Und ja, wir müssen jetzt wieder nach Bernhelms Los. Oh. Hier ist alles tot. Und ganz oft nach oben drücken. Hier ist Bernhelm. Oh, Granny, schön euch zu sehen. Ich grüße euch, Bernhelm. Ihr seht traurig aus. Was ist los? Fühlt euch nicht wohl hier? Es ist sehr schön hier und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr uns den Weg hierher gezeigt habt. Aber jetzt mit Xania und vor allem Radolf und Tika kommen die alten Erinnerungen wieder hoch. Ich vermisse meine Frau. Versteht mich nicht falsch, aber ich trage ihnen nichts nach. Aber da ist etwas ganz tief in mir drin. Ich komme nicht dagegen an. Ihr dürft euch nicht absondern. Es wird nicht besser werden, ihr eure Zeit hier mit den Grimmern verbringt. Wenn, Väter. Ihr müsst euch mit der Vergangenheit konfrontieren. Geht zu Tika und Radov und redet mit ihnen über alles, was geschehen ist. Ihr müsst diesen Weg gehen, um zusammenleben zu können. Auch wenn es schmerzhaft wird. Ja, ihr habt recht, bla bla bla. Gebt mir noch ein wenig Zeit. Ich werde Ratschlag hören. Oh ja, hätte ich das andere gedrückt? Wäre beim nächsten Mal nochmal hier unten gewesen. Zeit wird es richten.
Und hätte ich es dann gedrückt, ja, dann hätte ich ihn auch wieder gefunden. Nur nicht hier, sondern hier oben, tot in der Luft hängen mit einem Seil um den Hals. Ein knuffiger, dicker Teddy, ja, genau. Ja, das ist Hardcore, der hängt sich dann, wenn man das immer falsch macht. Burnham ist jetzt bereit, mit euch über alles zu reden. Ja, okay, gut. Haben wir hier wirklich jeden Blödsinn erfüllt. Gut. Dann geht's jetzt noch auf, zurück nach Düsterburg. Und dort führen wir unsere Geschichte dann weiter. Und zwar der Story nach, nicht die Sidequests mehr. Die Story. Eine sehr harte Story. Die wirklich böse ist. Auf dann einstweilen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, Leute. Das war's von mir und bis zum nächsten Mal.